herzlich willkommen, oh Mann, zu einer weiteren Folge von, ich habe nur zwei Medipacks, Call of Duty WW2. Die Augen hoch! Auf die Fenster achten! Die Fassaden im Auge behalten! Irgendwas stimmt nicht, es ist zu ruhig. Wachsam bleiben, ruhig bleiben, Deckung suchen! Ich wieder ganz allein. MG, runter von der Straße! Vorrücken und nach einer Lücke suchen! Hier geht's nicht. Ich kann nichts nehmen. Denn noch? Halte durch, Kumpel! Ich kann wieder nicht. Es ist zum Kotzen hier. Es macht keinen Sinn. Es macht absolut keinen Sinn. Man hakt irgendwo fest und das war's denn. Und, oh, habt ihr das gesehen? Ja, ich würde dir gerne helfen, aber ich darf nicht. Das wird schon wieder. Immer weiter. Hier, ich kriege ihn nicht gezogen. Halte durch, Kumpel. Haben wir noch eine? Ja. Ja, du bist hier hinten. Ja, geil. Du gibst mir Munition. Da, dann gib mir mal Munition. Was ist das hier? Maus 5. So. Wenn ich da jetzt nicht zufällig hingeschaut hätte. Ist hier irgendwo ein Verbandskasten? Der hat nur... Das, okay. Kein Verbandskasten. Ich habe Verbandskasten gehört. Nicht zurück auf die Straße. Diese Mauer sieht instabil aus. Daniels, räumen Sie den Weg mit Da. Kann ich mal? Danke. Das rüber ist rüber damit. Nett. Hier. Oh. Zurück. Machen Sie einen Weg frei, Daniels. Was soll ich denn jetzt machen? Abstand halten? Aha. Ja, kannst du vergessen. Habe ich hier noch, krieg ich noch ein bisschen was? Gut, warte. Ich brauche den Signalrauch, Aiello. Warte. So. Immer weiter. Immer weiter, ja. Bewegung. Ja, ja. Bewegt ihr euch vielleicht auch mal? Das habe ich schon mal kritisiert, dass ich nicht das Gefühl habe, dass meine Jungs was machen. Großartig. Guck mal, der steht da noch die ganze Zeit schon. Erstmal eine Granate!
Das war's wohl. Bewegung! Wie soll man hier... Entschuldigung, Sammelobjekte finden. Wie? Bitteschön. Immer weiter! Hä, was war das jetzt? Oh, schnell die Gelegenheit genutzt. Es kommt mir so still vor. Bestimmt ist das kein gutes Zeichen. Daniels, was sehen Sie? Der Himmel ist ruhig. Unsere Bomber sind wohl fertig. Machen Sie Sightseeing, Private? Was gaffen Sie denn da an? Ich sehe das Hotel. Keine Truppen auf dem Balkon. Ich sehe auch sonst nirgends irgendwen. Sie sind bestimmt drin. Sie werden sich verschanzt haben. Sie setzen alles auf diesen Ort. Dann sollten wir ohne allzu viel Widerstand herankommen können. Oh, Entschuldigung, wenn wir zum das war Hotel kein Furz. Kommen, müssen wir aufs Schlimmste gefasst sein. Wir müssen erst das Wohnhaus einnehmen. Könnte voller Deutscher sein. Wir durchsuchen es, um uns abzusichern. Dann weiter zum Hotel. Aufstellen! Daniel, Sussman, gehen Sie vor. Los wie jetzt! Immer. Wachsam bleiben. Diese Wohnungen könnten überall Deutsche sein. Genauer gesagt in den ganzen zwei Blocks. Ich hätte gerne eine Lampe. Ich kann hier kaum was erkennen. Aha. Wir sind sicher. Vorrücken, wachsam bleiben. Daniels, wir brauchen nochmal den Werfer. Mal erst gucken. Die Mauer sprengen! Ja. Ich muss mich ja mal versorgen. Ihr versorgt mich ja nicht. Nicht hinter mir stehen! Was war das? Hä? Muss man nicht verstehen, ne? Also nochmal. Wir sind sicher! Vorrücken! Wachsam bleiben! Den habe ich nicht gesehen, deswegen. Daniels, wir brauchen nochmal den Werfer! Die Mauer! Nicht hinter mir stehen! Ja. So dicht stand ich vorhin aber auch. Ja. Schön, dass dir da mein Foto gefällt. Wir sind sicher! Vorrücken! Wachsam bleiben! Daniels, wir brauchen noch mal den Werfer. Machen Sie nicht hinter mir stehen. Kann nicht sehen. Leute gegenüber, aushalten. Der Weg ist gesperrt. Kann Sie nicht sehen. Und bleiben. Laden. Ich hab was gesehen, dachte ich. Ich hab mich wohl getäuscht. Alles sicher. Das ist schön. Nur mal so. Ha, was hast du? Na, Granaten? Krieg ich welche? Wirf mal rüber! Da, bitte! Danke. Ich bin... Rogers, vorrücken und den nächsten Raum sichern. Ja, Sir! Feindposition gesichert! Hier ist ein Bad. Wir müssen uns durchquetschen. Sieht verdammt eng aus. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Du hättest weniger Corned Beef essen sollen. Ah. Daniels, Sie sind dran. Ja, sofort. Ich guck nur noch mal kurz, ne? So, wartet, jetzt geht's los. Daniels! Du kannst Mörser anfordern! Daniels, Beeilung! Hä? Och!
okay? Alles gut, danke. Wir sind überall Deutsche. Der lebt noch. Gewehre bereit machen. Au. Sag mal, Pearson, die haben nichts drauf, die Jungs, ne? Es ist richtig traurig, muss ich mal so sagen. Also, ich spiele ja nur Soldat, das ist so, glaube ich, normal. Stellt euch mal vor, ihr spielt schwer. Ich hätte das Spiel schon aufgehört. Etwas Munition, Daniels! Naja, ich brauche was anderes, glaube ich. Na gut, hier. Könnte Munition gebrauchen, Sir! Achtung, Daniels! Ich dachte, du würdest auch mitkämpfen, aber nö, wozu? Wartet mal, da muss ich hin. Da ist ein Medivac. Nein! Links! Was für ein Massaker. Bis wir sie angreifen. Warte, ich wollte ein Sunnypack. Ich habe gesehen, du hast da eins. Okay, Bewegung. Da. Was ist das, Mann? Die Treppen runter. Halt! Auf den Verbandkasten! Fang! Mann, da will er wieder weg. Ich guck ja schon immer, ne? Ich guck, aber ich guck wahrscheinlich immer dann an den Stellen, wo es nichts gibt. Das wären aber die Möglichkeiten, die man denn so als Spieler hat, wo man denn ein bisschen Ruhe hat. Aber nein, am besten noch unter Feuer stehen und dann die Sachen suchen. Geil. Der Laster versperrt uns den Weg. Habe ich so das Gefühl? Kann ja falsch sein. Alle anderen rücken ran und schießen. Ja, ich hoffe. Verstand. Daniels, brauche Hilfe. Warte. Na los, Daniels, schieben. Bin ja schon dabei. Ah, elende Bastard. Ihr könnt gar nichts, ne? Okay, Bewegung! Ah, Entschuldigung. Bereit machen, Jungs. Daniels, noch eine Mauer. Sprengen Sie sie. Schaltet sie alle aus, klar? Ach, die da. Weg da! Vorrücken! Bewegung! Wir müssen das Foyer sichern. Saß mir nach rechts. Ayello nach links mit mir. Stiles, erster Stock runter. Mit Liers. Alles klar. Ja, das ist eine gute Idee. Nein, was war das? Nein! Na gut. Erst nur 6. Ich habe andere Sorgen, Junge. Na, guck mal vor. Oh, das ist gefährlich. Da erwische ich meinen eigenen Mann. Hab ich die Befürchtung da.
Ja, du Arsch! Gedacht, ich habe nachgeladen. Naja, das kennen wir ja inzwischen. Das sind unsere, ne? Ja, wir kommen ja vorwärts. Ich glaube, ich habe meinen eigenen Mann erwischt. Was geht denn da auch alleine vor? Das zweite Platoon sichert die Obergeschosse. Wir müssen den Keller sichern. Mir nach. Hier drüben! Fang! Dicht zusammenbleiben. Hey, Stiles. Hier ist ein Versteck für dich. Leck mich. Schnauze! Dann jetzt die Tür! Licht an! Wir haben Licht. Klingt wie ein Kind. Hat jemand Schokolade? Ja, Sir. Ihr seid sicher hungrig. Na los, nehmt sie. Anna! Wow. Schon gut! Wir tun euch nichts. Wir haben nichts zu essen. Bitte, helfen Sie uns! Nein, die Krautverstärkungen sind jeden Moment hier. Wir haben keine Zeit, uns um Zivilisten zu kümmern. Das sind doch nur zwei. Sir, Sie sollten sich das mal ansehen. Was ist denn hier los? Oh, perfekt. Scheiße. Ein paar hundert Meter entfernt war dieser Laster. Wir fahren ihn her und bringen sie alle raus. Bei allem nötigen Respekt. Unsere Mission lautet, das Hotel zu sichern. Sagen Sie, wir haben Verwundete. Die werden es nicht schaffen. Ich flehe Sie an. Wir haben eine Mission. Lassen Sie mich das mal machen. Keine Angst, alles wird gut. Sie übernehmen? Wann haben Sie mich im Rang überholt? Gar nicht. Okay, wir bringen die Leute hier raus. Daniels, Aiello, Sie holen den Laster und treffen uns an der Westseite des Hotels. Bewegung! Ich frage mich, was Sie sonst noch so vorhaben, Herr Sussman. Lassen Sie mich in Ruhe, Sergeant. Auf keinen Fall, Private, auf keinen Fall. Heißt es wohl du und ich, Daniels? Holen Sie den Laster zurück. Das war der, den wir... So gut mit Deutschen. Was Sussman uns bisher wohl verschwiegen hat, ist seine deutsch-jüdische Familie. Wir haben wohl alle unsere dunkle Vergangenheit. Unfassbar, dass wir uns um ein paar Deutsche kümmern. Sie haben ein Kind dabei. Und auch alte Menschen. Wir können nicht jeden retten. Das sind Zivilisten. Wir bringen sie in Sicherheit. Nichts anderes. Ja. Flanke wieder. Hier liegt doch was zu essen. Da hört man schon wen. Ich glaube nicht, dass das unsere Leute waren. Okay, braucht nur eine Minute, um ihn zu starten. Okay, gebe Deckung. Von wo denn? Ich weiß nicht, worauf wir achten müssen. Bewegung in den Gebäuden auf der Mann! Muss nachladen! Mehrere Panzerwagen nähern sich! In den Bogen! Yeah.
Mann, ich kann mich nicht bewegen, gar nicht. Beeil dich, verdammt! Immer das Gesuche. Es kommt keine mehr nach. Sie zieht sich wohl zurück. Okay, hör euch. Aufsetzen. Geht das auch? Wo muss ich ihn jetzt hin? Hier. Auf den Laster. Sofort. Du hast es geschafft. Danke für die Deckung. Ich glaube, die formieren sich auf der Nordseite neu. Der Trupp muss das erfahren. Wir müssen die Leute hier rausbringen. Schnell! Das oder uns hier verschanzen. So riskant. Sie dürfen nicht ins Kreuzfeuer geraten. Dafür ist es zu spät. Beeilung. Pearson hat recht, Daniels. Wir haben keine Zeit, uns um diese Leute zu kümmern. Das sind Zivilisten. Sie brauchen unsere Hilfe. Durchfahren und auf der Straße parken. Ja, Sergeant. Okay, bringen Sie die Zivilisten hier raus. Bewegung, Bewegung, Bewegung. So, wir müssen hier weg. Verstärkungen sind auf dem Weg. Noch ein bisschen weiter. Anna? Anna! Halt, wo willst du hin? Meine Schwester, ich muss... Was jetzt wieder? Sie glaubt, dass ihre Schwester in den Keller gerannt ist. Dann muss sie dort bleiben, wir müssen diese Leute hier rausbringen. Na los. Lieutenant, lassen Sie mich gehen. Niemand geht. Sie haben 2 Minuten. Ich gehe mit dir. Nein, nur Daniels. Das ist zu gefährlich. Alle anderen sichern mit mir den Umkreis. Ja, Sir. Kommen Sie schnell zurück. Mach ich, Sir. Nächste Folge. Tschüss. Ja, damit.